In meinem letzten Video habe ich mich auf den Weg nach Norwegen gemacht. Mit dem Schlepptau war mein Bike und mein Dachzelt. Da ich allerdings einen Tag vor meiner Fähre angereist bin, hieß es am ersten Abend, einen Campingplatz ausfindig zu machen und im Idealfall den Abend am Strand zu genießen. Glücklicherweise auch sehr gut funktioniert. Am nächsten Morgen gab es ein schnelles Frühstück und dann ging es auch ab zur Fähre. Geschlafen habe ich in der Nähe von Hirtshals, einer der, wenn man Skagen weglässt, nördlichsten Zipfel von Dänemark. Die Fähre von Dänemark fährt ungefähr 3,5 Stunden nach Norwegen. Und die ging mit einigen Sandwiches, einem Kaffee und vielen netten Gesprächen relativ schnell um. Falls euch das Ganze hier noch neu vorkommt, dann schaut gerne mein letztes Video, was ich euch in der Infobox verlinke. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich in Norwegen angekommen bin. Die ersten Nächte bin ich bei Freunden in einer kleinen, sehr ländlich gelegenen Hütte untergekommen. Und die hatte durch ihre Größe und ihren offenen Kamin ihren ganz eigenen Charme. Und ich wäre nicht ich, wenn ich nicht nach einem Tässchen Kaffee erstmal die Gegend erkundschaftet hätte. Vom Haus aus konnte man perfekt zu einem kleinen See runtergucken. Und bei gutem Wetter kommt man auch im Hintergrund auf zahlreiche Berge gucken. Die Nachbarschaft hier hielt sich in Grenzen, so war diese kleine Hütte hier der einzig wirklich sichtbare und wahrnehmbare Nachbar. So haben wir also einige Tage in der Hütte verbracht, viele Spaziergänge gemacht und einfach die Ruhe genossen. Als die zwei Freunde dann abgereist sind, bin ich zu meiner Freundin aufs Unigelände gezogen. Und von da aus konnte ich endlich mal einen kleinen Biketrip starten. So Leute, das war doch schon mal ganz geil. So wie ihr vielleicht in meinen Instagram-Stories gesehen habt, treibe ich mich in Norwegen rum. Zumindest hier, wo ich bin, gibt es jetzt nicht so richtig Trails. Und wenn, dann eher fürs E-Bike oder sowas. Aber irgendwie gibt es ja in jeder Ecke so eine kleine Passagen, die ziemlich geil sind. Die wollte ich mir heute mal angucken. Ich war die letzten 2-3 Tage ein bisschen angeschlagen. Deswegen muss ich heute, glaube ich, ein bisschen ruhig angehen lassen. Aber ich wollte hier auf jeden Fall noch fahren. Ich bin auch jetzt schon aus der Puste. Ich werde hier, glaube ich, einfach ein bisschen wehr durch die Gegend fahren. Und dann schauen wir mal, wo wir landen. Sieht auf jeden Fall arschgeil aus hier überall. Und alleine schon für die Momente wie den Blick auf den See eben gerade, lohnt es sich hier in Kristiansand mal aufs Fahrrad zu steigen und die Gegend zu erkunden. Denn meistens findet sich hinter jeder Ecke wieder ein wahnsinnig schöner Anblick. Das ist halt so sehr unwegsames Gelände hier, ne? Das ist ganz geil. Du hast überall irgendwo Felsen, wo du rüberspringen und rüberfahren kannst. Überall hoch und runter, Wurzeln, Steine. Und ich glaube, das wird hier vielleicht mehr so eine kleine Urban-Tour als eine richtige Trail-Tour, weil ich mir einfach ein paar kleine Ecken suche, wo ich was fahren kann und dann muss das reichen. Auf dem Jägersberg gibt es laut Trailfox einige längere Trails. Das Problem ist nur, dass ich keine Lust hatte, etwas angeschlagen und vor allem alleine irgendwo durchs norwegische Granit zu fahren. Hätte ich irgendwelche Locals getroffen, hätte ich es wahrscheinlich gemacht. Aber für diese Situation hat mir wieder ein E-Bike gefehlt. Ja, ich habe gerade so eine Karte gelesen, also mehr angeguckt. Eigentlich kann man aus dem Skandinavischen ja oft ein paar Sachen herleiten, aber das Schild habe ich überhaupt nicht verstanden. Ui, das sieht schon mal sehr geil aus. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Fahre ich da einfach mal hoch. Schieb da mal hoch. Sein Licht kommt von der Straße außen rum da auch wieder hin. Wir gucken mal. Ja, das ist schon arschgeil hier. Ich glaube, die könnten hier so viele Trailparks bauen. Aber wahrscheinlich würde das auch an diesem ganzen Norwegen-Flair vorbeilaufen. Weil man muss schon sagen, hier ist extrem wenig Müll, extrem wenig Menschen. Oh, hier ist Wasser. Oh, aua. Oh, das könnte geil werden. Vielleicht sterbe ich. Aber mit Spaß. Oh, bestimmt hätte ich von da oben einfach reinstarren können. Hier kommt ein kleiner Drop. Sollte ich aber auch schaffen. Oh, oh, Leute. Ich glaube, das wird wild. Meld mich, wenn ich oben bin. Verschnauf kurz und dann geht's weiter. Gut, bin noch nicht so richtig warm.
Kurze Info, ich hätte den Weg außenrum fahren können und hätte nicht da hochkraxeln müssen. Der Vorteil davon war allerdings, dass ich mir den Trail schon mal grob angucken konnte. Aber jetzt starten wir erstmal rein in den ersten kleinen Trail, den ich gefunden habe. Ich habe mir das ein bisschen einfacher vorgestellt. Hier gibt es einen Trail, der sich World Cup Pfad nennt. Klingt natürlich erstmal gefährlich, weil ich jetzt mir gerne angeguckt, aber ich finde nichts. Das scheint er zu sein. Ich habe schon wieder keinen Akku mehr. Ich hasse diese Kamera. Der ist frisch da drinne. Okay, schauen wir mal, was uns hier erwartet. Bei den Bedingungen hier relativ unklug. Aber ich habe die gute Idee. Da hatte ich eine andere Blind für gebraucht. Ich war mir bei diesem Trail irgendwann nicht mehr sicher, ob das wirklich für Mountainbikes geeignet ist oder mehr für Hiker. Bei Trailfox zumindest war es für MTB drinne. Vielleicht hätte die ganze Sache mit dem E-Bike auch schon wieder anders ausgesehen, aber so war es einfach eine einzige Schlammschlacht und alles, was du mit deinem Reifen berührt hast, war spiegelglatt. Und da ich mich sogar immer weiter vom eingetragenen Trail entfernt habe, habe ich mich dazu entschlossen, umzudrehen. Ich glaube, ich muss hier hoch. Das ist doch kacke. Und als ich wieder in die Nähe des eigentlichen Trails kam, habe ich gesehen, dass ich diesen kleinen Hang hier hoch müsste und habe mir gedacht, wenn das immer so weitergeht, ist es wirklich nicht für Mountainbikes geeignet und ich habe mir gesagt, ich suche lieber was anderes, um zu fahren. Hier bin ich eben runter, ich weiß nicht, ob man sieht, wie steil das ist. Ich gehe mal ein Stück zurück. Guck mal, was wir noch so finden. Zumindest dreckig geworden ist die Bude. Kurzes Päuschen. Ich glaube, dann wird es langsam Zeit für ein Käffchen. Und die kleinen Freunde da, sieht man sie noch? Habe ich gerade leider verscheucht. Die lagen hier entspannt. Habe ich nicht gesehen, weil die steinfarben lackiert waren. Bis auf diesen World Cup Pfad war die Tour eigentlich gar nicht so schlecht. Ich glaube, die einzigen Probleme waren das alleine unterwegs sein, das Wetter, der fehlende E-Motor und dass man kein klares Ziel hatte, wo man nun hinfährt. Aber jetzt war zumindest wieder Zeit, um sich dem zu widmen, was Norwegen ganz besonders drauf hat. Und zwar der beeindruckende Natur. Ich habe so einen kleinen Fluss entdeckt. Der geht hier einfach ins Loch. Da sammelt sich ein bisschen. Dann geht das hier unten am Erdkern vorbei
und kommt hier irgendwo wieder raus. Top. Die Reise nach Norwegen war unglaublich. Noch nie hat mich ein Land so begeistert wie dieses. Ich habe diesen Trip mehr als Urlaub genutzt, als dass es ein wirkliches Videoprojekt werden soll. Deswegen gibt es nicht so viele Aufnahmen. Aber je mehr ich mir das hier anschaue, desto mehr habe ich Lust, das Ganze nochmal zu wiederholen. Und für euch deutlich mehr von Norwegen einzufangen. Nachdem also eine Woche vorbei war, hieß es für mich schweren Herzens, wieder meine Sachen zu packen. Und mich früh morgens auf den Weg zur Fähre zu machen. So Leute, oh, man sieht mich fast gar nicht. Es ist 7:15. Ich stehe wieder an der Fähre. Die Woche ist zu Ende in Norwegen. Und bisher ist ziemlich klarer Himmel. Das heißt, ich hoffe, wir können auf der Fähre den Sonnenaufgang beobachten. Das halte ich dann natürlich gerne auch fest. Und ich melde mich später nochmal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn ja, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Ich sehe euch hoffentlich nächsten Sonntag wieder hier. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.